Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Skoma-Klatsch. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich bin heute wieder mit dem bezaubernden Ben unterwegs. Hallo Ben. Hallöchen. Ich bin Ben. Und wir sind nicht alleine heute. Wunderbar. Denn wir haben noch die liebe Maike mit dabei. Ja, hallöchen. Ich freue mich. Hallo Maike. Ja, wir haben heute das alte Trio wiederbelebt von 2020. Ja, wir sind alt. Wir haben das alte Trio wiederbelebt. Belebt. Ihr wisst schon, was ich meine. Beliebt also, auch. Beliebt sind wir auch, hoffentlich. Vielleicht so ein bisschen. Gut. Ja, wir haben bis 2020 insgesamt 10 Folgen von Skummerklatsch damals gemeinsam im Trio für euch gemacht und hatten das Projekt dann erstmal auf Eis gelegt, bis Ben und ich das ja im November für euch wiederbelebt haben. Und wir hatten ja schon so ein bisschen angekündigt, wenn ihr unsere Livestreams verfolgt, dass wir in Zukunft öfters gerne mal Gäste mit dazu holen wollen. Und wir dachten uns, hey, Neujahr, 16. Februar, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir zum Anfang des Jahres Maike mit dazu holen, denn Maike spielt auch wieder The Elder Scrolls Online. Ja, kaum zu glauben, ne? Nach einer echt langen Pause bin ich zurück. Hoffentlich. Es wird auch Zeit, ganz ehrlich. So richtig so, es wird auch Zeit, sag mal. Was hast du die ganze Zeit getrieben? So viel Pause braucht kein Mensch. Ja, und wir haben heute natürlich wieder spannende Themen für euch mitgebracht, denn das Hauptthema der heutigen Folge, passend zu Maikes Rückkehr ist, lohnt es sich noch 2024 mit ESO zu beginnen? Das heißt, wir reden heute so ein bisschen übers Wiedereinsteigen für Wiederkehrer, aber wir reden auch für Leute, die vielleicht noch nie ESO gesprochen, die noch nie ESO gespielt haben, warum es sich lohnen kann, auch heute noch mit ESO zu beginnen. Und zum Anfang des Podcasts dachte ich mir, dass wir halt so ein bisschen darüber sprechen, was hat ESO eigentlich zu bieten, wie vielfältig ist ESO eigentlich und woran könnte man das besser sehen als an uns drei, weil wir sind komplett unterschiedlich, ja? Jeder von uns macht sehr unterschiedliche Dinge in ESO und deswegen würde ich einfach mal sagen, Ben, was machst du eigentlich aktuell, wenn du online bist? Boah, extrem viel Verschiedenes tatsächlich. Ich bin so gut wie jeden Tag tatsächlich am Raiden. Jeden Tag? Dreimal die Woche mit der, ja, so gut wie. Also ich habe an 5 von 7 Tagen einen festen Raid-Termin und an den beiden anderen helfe ich dann doch gerne mal aus hier und da. Also es kommen mal Wochen vor, wo ich jeden Tag am Raiden bin. In unterschiedlichen Bereichen oder an unterschiedlichen Niveaus auch vor allem. Also ich habe jetzt eine Gruppe, die raidet 3-mal die Woche. Da versuchen wir gerade in dem neuesten Raid das Trifecta zu holen. Dann habe ich eine Gruppe, die immer montags raidet. Da versuchen wir gerade in Feldsheim so ein bisschen hier und da ein paar Erfolge zu holen und ein paar Mechaniken zu überspringen, sage ich jetzt mal. Und natürlich noch die Raid-Schule am Freitag meistens. Ja, ansonsten bin ich aber auch sehr viel in letzter Zeit im PvP unterwegs, auch wenn das nicht so perfekt läuft, wie ich mir das gerne hätte. Aber ja. Theoretisch gesehen bin ich auch hier und da mal im PvP unterwegs. Was ich aber am meisten mache, wenn ich denn Zeit habe oder am liebsten mache, ist das endlose Archiv. Nur das ist halt immer direkt daran gebunden, dass das mehrere Stunden am Stück dauert. Deswegen passiert das nicht so häufig, wie es gerne hätte. Aber ich glaube, so, das sind so die Schlüsselsachen, wo ich gerade unterwegs bin. Dann vielleicht ja, mal so mal ganz... Okay. Ja? Dazu eine ganz kurze Frage. Ich habe das jetzt... Ich glaube, ich habe es nur so am Rand mitbekommen. Ist das quasi... Man wird in einen Dungeon geportet und man läuft einfach diesen Dungeon endlos? Oder sind es immer verschiedene Dungeons, die man nacheinander... Das ist im Grunde so ein ganz eigener Raum. Es ist eine ganz eigene Instanz, wo du reingehst. Und da sind verschiedene Räume hintereinander geschalten. Die haben sie auch extra dazu designt. Aber die Gegner, denen du da begegnest, sind quasi Gegner aus dem normalen Spiel. Und dann gibt es immer Boss-Stages, wo du dann gegen einen Bosskampf bestehen musst, gegen einen Boss, den es schon im Spiel gibt. Es kann
ein Quest-Boss sein, es kann ein Dungeon-Boss sein, es kann ein Raid-Boss sein. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene, ich glaube 66 verschiedene mittlerweile. Oder bislang, sollte ich sagen. Und dann gibt es noch einen speziellen Boss, der extra dafür designt wurde. Der kommt dann immer ab und zu, um das quasi zu verenden, diese aktuelle Stage. Und noch drei kleine Minibosse, die dir auf dem Weg begegnen. Aber ansonsten versuchst du da quasi so weit wie möglich zu bekommen und kriegst regelmäßig so kleine Buffs oder größere Buffs, die dir dann Boni geben können. Ah, okay. Und da versuchst du so weit zu kommen, wie du schaffst. Wow, okay, es gibt also viel Neues. Ja, du kannst es dir so, kannst es dir ein bisschen vorstellen wie die Marstrom-Arena. Nur mit insgesamt sind es, glaube ich, 68 verschiedene Bosse, die aus der Open World, aus Raids und aus Gruppendungeons entnommen wurden und so angepasst wurden, dass sie solo oder zu zweit machbar sind. Ne, ah, also okay, cool. Kann echt sein, dass man dann zum Beispiel Rakkat begegnet, ne, aus Schlund von Lokash, dem einen der Raid-Bosse sozusagen, und der ist dann aber so angepasst, dass du den theoretisch auch solo schaffen kannst. Na, ah, okay. Hm? Ah, das klingt auf jeden Fall cool. Macht auch wirklich Spaß. Also, das ist auch einer der Inhalte, die ich aktuell viel spiele. Da will ich übrigens gleich nochmal kurz einhaken, da wir diese Folge ja heute auch so ein bisschen für Leute machen, die vielleicht noch nie ESO gespielt haben. Ben, was heißt es denn eigentlich zu raiden in The Elder Scrolls Online? Was versteht man unter Raid und wie ist das so? Was passiert da? Im Grunde ist das ein umfangreicheres Dungeon-Laufen. Also in Dungeon seid ihr zu viert unterwegs und habt da schwächere Gegner und Bossgegner, die ihr quasi tötet. Und Raids sind nichts anderes, nur dass ihr zu zwölft unterwegs seid. Meistens mit zwei Leuten, die eher mehr aushalten und die Gegner auf sich lenken. Dann in dem Fall Tanks. Dann im Regelfall zwei Heiler, die sich darum bemühen, dass die Leute am Leben bleiben. Und acht Schadensausteilern, die ganzen Gegner dann umhauen sollen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, genau wie in Dungeons eigentlich auch. Da kann man dann auf Normal reingehen, auf Wet. Und in den meisten Fällen gibt es dann auf Wet noch verschiedene Hardmodes, die das Ganze noch schwieriger machen sollen. Und im Grunde gibt es natürlich verschiedene Arten, wie man das macht oder wie progressorientiert man daran geht. Bei mir ist jetzt aktuell eher immer meistens das Ziel, dort Erfolge zu holen. Nicht zuletzt der Erfolg, den es für jeden Raid einzeln gibt oder für fast jeden Raid, dass man den in der schwierigsten Schwierigkeitsstufe schafft, also Hardmode dann in dem Fall, und in einer bestimmten Zeit. Und zusätzlich dazu darf keiner aus der Gruppe sterben. Ergo, da versucht man natürlich so schnell und so sicher wie möglich durchzukommen. Aber das ist quasi nur eine Sparte vom Raiden. Es gibt auch Leute, die einfach nur für Ausrüstung da reingehen, um dann in anderem Content stärker zu sein oder um die Quest sich anzuhören. Also genau wie in Dungeons kann man da viel verschiedene Sachen machen. Ja, sehr unterschiedlich auf jeden Fall, was man da so mit auf den Weg bekommt. Hm. Das stimmt. Ja, das Raiden. Ihr werdet heute übrigens an die Livestream-Zuschauer, wir wollen kurz die Illusion mal brechen, denn das ist hier eine Live-Aufzeichnung. Wir werden das aber so angenehm wie möglich für euch gestalten, dass ihr da nicht das Gefühl habt, als ob ihr was verpasst, wenn ihr das auf Spotify, Deezer oder iTunes hört, also keine Sorge. Ihr kennt das ja schon von den letzten paar Folgen, genauso gestalten wir es heute auch. Wir werden heute aber im Anschluss auf unseren Twitch-Kanälen, twitch.tv/alexos und twitch.tv/chronix1753, da werden wir heute unter anderem auch einen dieser Raids ausstrahlen, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was das ist. Und heute laufen wir in diesem Falle Hallen der Fertigung. Das wird sicherlich auch cool. Ja, dann mache ich jetzt einfach mal weiter mit dem, was ich aktuell so mache in The Elder Scrolls Online, um mal zu zeigen, wie vielfältig das Game eigentlich ist. Denn ich mache tatsächlich aktuell ganz andere Dinge. Aus den Raiden bin ich größtenteils raus, auch da ab und zu noch Raid-Stunde mit dabei, aber nicht mehr so in fortgeschrittenen Raid-Gruppen unterwegs. Ich habe aktuell ziemlich viel Bock, wenn ich eher so spiele, auf Theorie-Crafting, also auch hinter den Kulissen, wenn ich offline unterwegs bin. Was heißt Theorie-Crafting? Ich setze mich also mit Charakteren bzw. experimentellen Zusammenstellungen auseinander. Das heißt also, es müssen nicht immer die besten Sets sein und die beste Skill-Auswahl, sondern ich probiere einfach mal rum. Letztes Ergebnis jetzt beispielsweise der Frosthüter. Aktuell arbeite ich an einem Setup speziell für das endlose Archiv. Und ich habe auch Bock, mich im Laufe des Jahres unter anderem mit einem Vampir-Nekromanten auseinanderzusetzen. Also das sind so meine Baustellen aktuell.
Ansonsten auch endloses Archiv, macht einfach richtig, richtig Bock. Nicht zuletzt, weil ich da auch noch an einem Guide-Video für euch dran arbeite, was jetzt gefühlt schon seit 2 Monaten in der Mache ist. Die Abwechslung macht einfach unfassbar viel Spaß beim endlosen Archiv. Ja, dass da so viele verschiedene Bosse auf einen zukommen und die ersten 1-2 Runden kann man auch ohne jegliches Vorwissen spielen. Also selbst wenn ihr da mit einem Charakter reingeht, der Unterstufe 50 ist, kann man da eine Menge Spaß drin haben. Jo, ansonsten die Sachen, die man so als Casual-Spieler macht, ne? Wenn jetzt gerade ein Ingame-Event läuft, geht man den Inhalten des Ingame-Events nach. Dann droppen vielleicht regelmäßig seltene Items, die man loswerden möchte auf seinem Inventar, um wieder Platz zu haben. Das heißt also, mit dem Thema Handeln setze ich mich noch auch relativ viel auseinander mit Gildenhändlern, wo ich dann an andere Spieler Ingame-Items verkaufe und auch so ein bisschen Wirtschaft betreibe sozusagen. Das sind so die Punkte, die ich aktuell mache. Questen versuche ich aktuell wieder ein bisschen reinzukommen. Habe ich seit High Isles nicht mehr so richtig gemacht. Wird jetzt Zeit für die neue Erweiterung Gold Road, da mal in die Richtung zu kommen. Übrigens, während unserer Abwesenheit hier, wir haben ja quasi im Dezember die letzte Folge gemacht von Skummerklatsch, gab es natürlich ganz viele News mit Gold Road und mit so weiter und so weiter und so fort. Darum soll es heute in dieser Podcast-Folge explizit nicht gehen. Das soll heute eher sowas sein, was ihr euch immer mal wieder anschauen könnt, unabhängig davon, wo ihr so gerade steht. Ja, Maike, wie sieht's bei dir aus? Du hast wieder angefangen mit ESO. Wo hast du deine ersten Schritte wieder so gemacht? Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich bin immer noch so ein bisschen lost. Also man macht das Spiel auf und weil man einfach so viel machen kann, weiß ich immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Gerade ist es tatsächlich so, dass ich erstmal versuche, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber erstmal mein Inventar und alles, was ich so an Stuff irgendwo rumliegen habe, das irgendwie zu sortieren und irgendwie mal so ein bisschen wieder einen Überblick zu kriegen. Deswegen setze ich mich auch, wie du, so ein bisschen mit den Handelsskillen auseinander und versuche da so ein bisschen Zeug loszuwerden, weil ich da so ein kleiner Ordnungsfanatiker bin. Ach so, ja. Ja, das ist das Gegenteil. Mhm. Achso, nee. Ja, ich habe einfach so viel Zeug gehabt, also so viel auch Einrichtungsgegenstände, dass ich einfach in irgendwelche Häuser von mir geportet bin und den ganzen Kram nur einfach abgeladen habe. Und jetzt musste ich erstmal wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Das klingt ja völlig absurd. Wer macht denn sowas? Also wirklich Lagerhäuser? Oh mein Gott. Ja, komisch, ne? Aber es ist halt so viel, dass es einfach, ich kann es nicht mehr irgendwie thematisch ordnen und das macht mich verrückt. Deswegen, ja, muss ich da gerade erstmal ein bisschen gegen ankommen. Und ich habe tatsächlich von den letzten ESO-Geburtstagen noch ganz viel Blaupausen und so ein Zeug. Das versuche ich gerade auch loszuwerden. Und das ist natürlich angenehm, wenn man ein bisschen Gold machen kann nebenbei. Ja, ansonsten muss ich ehrlich gestehen, dass ich erstmal wieder reinkommen muss. Also ich bin, erschlägt mich gerade so ein bisschen. Ich bin ein bisschen am Questen. Also zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe ESO echt schon lange, aber ich habe noch nicht alles durchgequestet. Also nicht mal Catbirds Gold. Und das mache ich gerade. Also ich dachte mir so nach den Jahren, das muss jetzt mal sein. Soll ich dir mal was sagen, Maike? Na? Hast du auch nicht? vielleicht habe ich das auch noch nicht. Ich sag mal so, wir haben letztens mit Questen ein bisschen angefangen und wir sind bei Hrothgar. Also. Oh. Es ist ein Fortschritt zu sehen, ne? Sozusagen, ja? Ja, gut. Nee, bei mir nicht, nee. Dann muss ich mich ja nicht schlecht fühlen. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch tatsächlich das Dolchsturzbündnis, auch wenn das Bündnis ist, in dem ich hauptsächlich mit PvP unterwegs bin, habe ich persönlich fast gar nicht das Dolchsturzbündnis gequestet. Das habe ich einfach ausgelassen. Obwohl ich schon 12.000 Stunden in Elder Scrolls Online habe, habe ich das immer noch nicht gespielt. Übrigens, ich muss ganz kurz... 12.000 Stunden? Ja, ja. Genau. Also das ist ja wirklich absurd, Alex. Also wirklich... Ben, du hast mehr als ich, oder nicht? Also nee, ich glaube, ich habe weniger. Ich habe, 11.600. Ich bin sowas von safe. Okay, also, ihr seid wirklich schlimm. Ich habe nur 3.500 oder so. Nur, weißt du, nur. Das ist nur. Schon voll viel. Geil.
Und der liebe Kai ist übrigens auch gerade live dabei, Kai Schober, und er hat gesagt, er notiert sich jetzt Alexos Queststatus beim nächsten Streamteam zu hinterfragen. Ja, sollte ich jetzt ins Schwitzen kommen? Ich muss mich übrigens ein bisschen entschuldigen, ich muss gleich mal gucken, wie ich das manage. Ich habe heute gar nicht darüber nachgedacht, meiner Freundin Bescheid zu geben, dass während der Podcast-Aufnahme Essen gar nicht so gut ist. Aber ich habe hier einen viel zu lecker aussehenden Essensteller, den ich so definitiv nicht liegen lassen kann. Deswegen, ich werde einfach immer die Situation nutzen, wenn wir gerade, wir sind ja zu dritt, das kriegen wir schon hin. Das sind aber auch Probleme, Alex, ne? Das Essen ja. An deinen PC. Wirklich, also es sind ja. Wirklich so First-Life-Probleme, ich weiß, ja. Also, ja. Gut. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Frühlingsrollen mit Tomatenreis und Böhnchen. Ich glaube, dazu setze ich mich tatsächlich mal hin zum Essen. Ich weiß Hunger. Jetzt schon, dass... Ja, genau. Hunger. Mach hin. Nee, ich habe extra noch einen Müsli-Riegel eben gerade vorher gegessen, damit das nicht passiert. Wichtig. einen Müsli-Riegel? Ja, später mehr. Okay, verstehe. Im Raid dann so irgendwie mit so einer Hand. Kommst du nachher überhaupt mit eigentlich? Hast ja, da kann ich gleich mal weiter ansetzen. Ich war ja noch so gar nicht fertig mit dem Erzählen. Ja, okay. Also, echt, also. Ne? Ui, bitte dich, Alex. Also, ich habe tatsächlich gerade nicht einen Charakter, der irgendwie ausgerüstet ist. Deswegen muss ich dann wahrscheinlich gleich erstmal gucken, dass ich irgendwie mir irgendwas zusammenschuster, dass ich überhaupt mitlaufen kann. Also, ich bin gerade so richtig... Das geht. Lost. Also ich weiß gar nicht, was überhaupt gespielt wird. Ich müsste erst mal gucken, wo meine ganzen Sachen sind. Müssen wir dann mal gucken, ob ich mitkommen kann. Notfalls auf normal. Aber im Zweifel oder so. geht das heutzutage auch sehr gut mit herstellbaren Sets. Okay. Dann nehmen wir dir einfach irgendwie Zorn des Ordens und noch irgendwas anderes und dann bist du eigentlich gut über. Alles klar. Gut. Können wir ja dann schnell nochmal. Ich kann ja nebenbei mal gucken, wo mein Zeug ist und dann kriegen wir das hin. Ja, ich glaube, generell bei der Raid-Schule ist es ja eh nicht ganz so wichtig, oder? Denke ich persönlich. Ja, ich weiß nicht, wie ist denn das? Nur mit den besten Ausrüstungen Sachen, bitte. Nur, also wir nehmen keinen mit, der hier nicht top-notch unterwegs ist. Ist es dann so, dass es immer noch eine Gruppe gibt, die auf normal geht und welche, die auf Wett gehen, oder? Ja, die Gefahr schon, genau. Ja. Ah, okay. Aber genau. Wir zwingen nicht in die Wettgruppe. Da hat sich eigentlich nicht wirklich was dran geändert. Exakt. Okay. Exakt. Einstimmig wurde das entschieden. Sehr schön. Falls ihr euch übrigens, liebe Podcast-Zuhörer, fragt, warum wir das so sagen, wir kennen Maike natürlich schon super, super lange, ne? Also denkt nicht, dass wir uns das jetzt irgendwie böse nehmen, wenn wir solche Sachen sagen, solche Späßchen machen, ne? Also, damit ihr euch dessen bewusst seid. Genau. Ja. Soweit erstmal zu diesem Thema. Ich weiß nicht, Maike, wolltest du noch was hinzufügen zu dem, was du aktuell so machst? Nee, tatsächlich viel mehr mache ich gerade noch gar nicht wieder, aber ich weiß nicht, würde mich natürlich freuen, wenn ich irgendwie da so ein bisschen das Online-mäßige ein bisschen mehr ausnutzen kann, also dass ich mit anderen Leuten zusammenspiele und so weiter, weil noch hänge ich halt relativ viel alleine rum und das macht halt nicht so ganz viel Spaß, nur. Also, vielleicht kann man da ja irgendwie in Zukunft das ein oder andere mal wieder mitmachen. Du bist natürlich herzlich eingeladen. Also, inzwischen ist ja sehr viel Zeit vergangen. Früher, damals, als wir aufgehört haben mit dem Podcast, da war ich ja noch in einem Studium. Da hatte ich ja noch, Studium, ich war irgendwo eingetragen, sagen wir es mal so. Und inzwischen hat man ja doch ein normales Arbeitsleben, aber... Während der Streamzeiten, wenn ich eh so streame, kann man natürlich gerne immer spontan was machen. Wir können ja mal demnächst vielleicht so einen endlosen Archivrun angehen, damit du mal siehst, was da so Neues hinzugekommen ist, wo gerade sehr viele Spieler ihre Zeit drin versenken. Und dieses Projekt, was ich weiß nicht, ob du das alleine weitergeführt hast, mit den Quests in den Dungeons. Also mein Charakter ist immer noch... Ich wollte es weiterführen. Aber... Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Daraus ist nie was geworden. Also, ich wollte es auch solo weiterführen, tatsächlich. Aber ich habe es nie gemacht. Also, wir hatten das ja damals mit Julian gemacht, ne? Wir waren ja nur zu dritt, glaube ich. Genau.
Ja, man könnte da nochmal was draus machen. Wenn Ben mitmachen möchte, sind wir sogar schon zu viert. Aber ich weiß nicht, wenn Ben 5 Tage die Woche am Raiden ist. Schwierig. Wird schwer, aber wenn wir da, also vielleicht finden wir da was. Welche Tage bist du denn nicht am Raiden? Mittwoch und Samstag. Okay. Gut. Also vielleicht einmal kurz für die Zuhörer zur Erklärung. Jeder Dungeon hat auch eine eigene Quest-Story und uns ist irgendwann mal aufgefallen, dass wir halt immer nur durchrushen und uns noch nie diese Quest angehört haben oder durchgelesen haben. Von daher wollten wir das mal angehen und haben dann irgendwann aufgehört nach so ein paar, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir gemacht? 2, 3? Nicht so viele. Echt so viele? Alter, okay, dann muss ich das ja erstmal aufholen alles. Wie soll ich denn da hinterherkommen? Wir hatten mit Pilzgrotte 1 angefangen und haben Pilzgrotte 1 mit Low-Level-Chars probiert auf normal und haben festgestellt, mit 3 Stufe 20ern ist es ja gar nicht so einfach, Pilzgrotte auf normal zu spielen. Und dann, wir hatten das auf normal probiert, oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ihr hattet das am Anfang zu zweit probiert und dann bin ich dazugekommen. Und dann wurde alles besser, dann haben wir es endlich geschafft. Und dann wurde der Himmel wurde hell, die Sonnenstrahlen schienen auf uns herab. Es wurde alles schön. Ja, okay. Alex ist am Mampfen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Nee. Genau. Also, können wir gerne, solche Projekte können wir gerne wieder angehen, aber lasst uns nicht zu sehr über die Livestream-Inhalte sprechen, denn es soll ja hier hauptsächlich ums Audio-Erlebnis gehen. Das stimmt. Wir wollen euch heute mein Abendessen schmackhaft. Ach so, nee, Moment. Wir wollen euch heute The Elder Scrolls Online schmackhaft machen, denn immer wieder kommen beim Ben und mir die Fragen, vor allem wenn Twitch-Drops an sind und vor allem wenn irgendwie neue Erweiterungen erscheinen, dann kommt mindestens in einem Stream die Frage, lohnt es sich eigentlich noch 2024 mit ESO anzufangen? Und für Ben und mich ist das natürlich immer einfach darauf zu antworten. Du bist jetzt auf einem Kanal hier live, der fast nur Elder Scrolls Online streamt. Welche Antwort erhoffst du dir jetzt? Nein? Es lohnt sich nicht, mit ESO anzufangen? Oder, ne, ist mal für uns ein bisschen schwierig, da dann differenzierte Antwort zu treffen, weil natürlich lohnt es sich, mit Elder Scrolls Online anzufangen. Sonst würden wir es ja heute nicht spielen, 10 Jahre nach Release sozusagen. Und deswegen dachten wir uns, es wäre ja heute eigentlich eine super Gelegenheit, mal solch eine Podcast-Folge aufzunehmen, wo wir all die Entwicklungen in den letzten 10 Jahren von The Elder Scrolls Online aufgreifen. Also, was kann man eigentlich alles machen in ESO? Was kann man auch heute noch alles machen in ESO? Und deswegen werden wir mit euch heute quasi mal die verschiedenen Spielinhalte durchgehen, sortiert anhand der Updates, die in den letzten paar Jahren so mit dazugekommen sind. Ja, damit wir dann in Zukunft vielleicht auch ein bisschen auf diese Podcast-Folge verweisen können, wenn jemand wieder die Frage stellt, lohnt es sich eigentlich noch mit ESO zu beginnen? Genau. So sieht's aus. Und wo ist der beste Anfang, wenn nicht beim Grundspiel, was 2014 das Licht der Welt erblickte, aber heute inzwischen ein ganz anderes Spiel ist? Deswegen beleuchten wir vielleicht erstmal die Inhalte des Grundspiels aus der Sicht von heute 2024 und ich denke auch aus Sicht der nächsten paar Jahre, denn am Grundspiel wird sich wohl nicht mehr so viel ändern. Aber es gab ein relevantes Update, bei dem sich einiges geändert hat. Dazu dann später ein bisschen mehr. Genau. Fangen wir vielleicht erstmal an mit dem Grundspiel. Ben, magst du beginnen? Ich wusste, dass das kommt. Okay, ja, natürlich. Im Grundspiel gibt es quasi erstmal als Content im Allgemeinen die 3 verschiedenen Allianzen, die sich gegenseitig bekriegen, sag ich mal. Dort könnt ihr in den einzelnen Allianzen jeweils Charaktere erstellen, mit verschiedenen Rassen, die ihr für jede Allianz zur Verfügung habt. Dort gibt es dann auch Pakete, dass ihr jede Rasse in jeder Allianz spielen könnt. Aber im Grundspiel ist es erstmal so, dass ihr pro Allianz 3 verschiedene Rassen zur Auswahl habt. Und dann könnt ihr euch für eine Klasse entscheiden. Dort seid ihr erstmal relativ frei. Auch anders als in vielen anderen MMOs, die ich gespielt habe, kann jede Rasse jede Klasse spielen. Das heißt, da könnt ihr euch frei austoben, was ihr machen wollt.
Und dann könnt ihr im Grunde in den jeweiligen Allianzen anfangen und habt verschiedene Quests zur Verfügung. Ganz, ganz großes Thema Quests in dem Spiel im Allgemeinen. Hauptpositiver Aspekt von den Quests in ESO sind definitiv die vollumfänglichen Audiosachen. Das heißt, alle Quests sind vertont. Jede Voiceline in diesem Spiel hat automatisch auch eine Audioline hinter sich. Großer Vorteil von ESO. Kann man ganz entspannt nebenbei spielen. Und die Quests selbst sind auch selten, oder wenn sie es so sind, gut verpackt, dass ihr hohen Bringquests habt. Also sammelt 10 Lederfetzen von dem und dem Gegner bitte und bringt sie mir. Sondern dahinter stecken tatsächlich auch komplexe Storylines. Allgemein gibt es natürlich eine große Lore im Elder Scrolls-Universum. Und da ist für Questaffine auf jeden Fall sehr viel dabei. Und über die letzten Jahre, da kommen wir dann gleich zu, sind natürlich dann auch neue Quests dazugekommen, die sich dann auch nochmal stetig verbessert haben. Also aber auch schon im Grundspiel gibt es quasi viel. Genau, ja. Im Grundspiel gibt es quasi schon einige Quests, die ihr machen könnt und eben auch etliche Gebiete, die ihr bereisen könnt. In diesen Gebieten selbst gibt es dann die eben auch schon angesprochenen Dungeons, die man Level für Level freischaltet und bereisen kann und bestreiten kann. Ich glaube, es gibt im Grundspiel noch. Ich glaube, es sind 36, oder? 36 oder 38 Grundspiel-Dungeons? Da bin ich komplett überfragt. Also du hättest jetzt auch 20 sagen können, ich hätte ja gesagt, als 40 sagen kann ich gar keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie sowas. Woher weißt du sowas? Ja, bei 12.000 Stunden Elder Scrolls Online, ne? Stimmt auch. Ich dachte, du standest da nur auf K rum, okay. Das, okay. Das mache ich jetzt gerade. Ah, perfekt. Ansonsten gibt es das große Thema Handwerk im Grundspiel. Da sind zwar nicht alle Handwerkstische, die man heutzutage schon drin hat, mit dabei, aber in dem Standardhandwerk habt ihr sowas wie Verzaubern, womit ihr Glyphen herstellen könnt, um eure Ausrüstung quasi stärker zu machen. Oder so eine Kochstelle, wo ihr Essen herstellen könnt, das euch stärker macht. Oder bei der Alchemie könnt ihr euch Tränke herstellen, die ihr im Kampf benutzen könnt. Und nicht zuletzt Schneiderei, Schreinerei und Schmiedekunst, wo ihr quasi grundsätzlich Ausrüstung herstellen könnt. Und zusätzlich ist es auch so, gerade für Einsteiger wichtig, es gibt mehrere verschiedene Quellen an Ausrüstung, also wie ihr sie bekommen könnt. Und es gibt zum Beispiel auch in Dungeons Ausrüstung, die ihr da erhalten könnt, aber auch über das Handwerk. Das heißt, die Einsteigerrüstung kann euch von anderen Spielern beispielsweise hergestellt werden oder ihr bringt euer Handwerk so weit voran, dass ihr es selber herstellen könnt. Und damit ist man auch schon des Öfteren sehr, sehr gut unterwegs. Handwerk im Allgemeinen ein sehr großes Thema und mit einhergehend würde ich dann wahrscheinlich die Handelsgilden und allgemein die Gildenhändler erwähnen. Dort könnt ihr nämlich dann alles, was ihr beim Handwerk hergestellt habt oder an Sachen, die ihr allgemein gefunden habt, an andere Spieler verkaufen oder eben auch von anderen Spielern kaufen. Ist quasi so ein Auktionshaus, nur dass ihr das Ganze über Gilden habt. Das ist nochmal ein nächstes Thema. Und dort könnt ihr quasi alles ersteigern von anderen Leuten. Man kann das quasi nicht sagen, an die Leute gebunden ist. Also ich kenne ein paar Spieler, die nur online kommen, um zu handeln. Also die machen wirklich, ja. Die leiten teilweise eine eigene Handelsgilde oder sind Teil von zwei, drei großen Handelsgilden und die sind einfach 3 Stunden am Tag online, machen Handwerks-Deadlies und handeln und dann gehen die wieder offline. Also das ist wirklich, das sind teilweise Sachen, da denkt man gar nicht drüber nach, dass sowas ja auch ein vollumfänglicher Inhalt sein kann für manche Spieler, ja, wo man jetzt so denkt, ja, okay. Handelssimulator. Ja, genau. Das ja. machen tatsächlich manche Leute aus Elder Scrolls Online, was ja auch völlig okay ist. Ist ja schön, dass das Spiel solche Sachen abdeckt, was das angeht. Ja, mit diesem Gold, was man sich da quasi raushandelt, kann man ja auch coole Sachen kaufen, also das ergibt schon Sinn. Zum Beispiel das eigentliche Endgame, Ben? Housing, aber ich wollte es eigentlich noch nicht ansprechen, weil ich glaube, das gab es noch nicht im Grundspiel, ne? Oh, stimmt. Aber Housing kommen wir bestimmt auch noch zu, auch ein sehr großes Thema. Genau, da kann man zum Beispiel auch sehr viel Geld reinstecken. Vielleicht im Grundspiel, ja, es kam auch noch nicht so direkt am Anfang, ne, aber das Montursystem, dass man... Das kam doch später erst, oder? Ja, oder? Ja. Ich glaube auch.
Wir reden ja, ja heute, wir reden heute ja so ein bisschen aus der Sicht von heute. Also lasst uns ja, ruhig über die Features reden, die jetzt aktuell eh Teil vom Grundspiel sind. Weil ich glaube, die sind okay, nicht in dieser Update-Übersicht drin. Dann würde ich sagen, Housing als ganz großes Thema auf jeden Fall. Ja, wie der Name schon sagt, ihr könnt eure eigenen Häuser erwerben und dann auch einrichten. Und andere Spieler können dann auch in dieses Haus reinporten. Und je nachdem, wie groß das Haus ist, was ihr da habt, könnt ihr da coole Sachen mit euren Freunden machen, sage ich mal. Jo. Das klingt so falsch. nee, es soll ja, also schon so klingen, wie es ist. Mike und ich haben zum Beispiel eine Schlammschlacht im Käfig gemacht im Housing-System. Und geheiratet. Also, haben wir nicht auch geheiratet? Ja. Sehr, sehr lange her alles. Cringe. Ja. Wirklich. Tja. Okay, schnell weiter. Ansonsten könnt ihr natürlich nicht nur Häuser einrichten oder designen, sondern auch euren eigenen Charakter, ganz, ganz klar. Und zwar könnt ihr das Aussehen von Ausrüstungsgegenständen über Stile, die ihr wiederum im Spiel erhalten könnt als Belohnung, umdesignen und dann euren Charakter so aussehen lassen, wie ihr es gerne haben wird. Neben den ganzen Kostümen und so weiter, die es natürlich auch gibt. Ja, was ist denn noch Grundspiel? Sagt mal an, was habe ich jetzt noch nicht so? Hast du schon über die drei Grundspiel-Raids gesprochen? Stimmt, genau. Über ein Gebiet, und zwar Karkstein, sind dann die ersten drei Raids mit ins Spiel gekommen, von denen wir eben schon gesprochen hatten. Also diese Dungeons, wo man zu 12 reingeht, die Prüfung. Darüber gibt es natürlich auch wieder Ausrüstungsgegenstände und Erfolge und so weiter und so fort. Da könnt ihr auch direkt am Anfang, wenn ihr Bock drauf habt, reingucken. Da spricht nichts dagegen. Tendenziell kann man da auch schon nach dem Tutorial direkt reingehen. Allerdings werdet ihr natürlich da wahrscheinlich eher Schwierigkeiten haben, durchzukommen. Aber möglich ist es tendenziell, wenn ihr nur darauf Bock habt. Wie ist das mit PvP? Ja. Oh, PvP stimmt. Ja, klar, PvP. Es gibt wie immer. Es gibt ganz wie viel. Immer, weißt du, auch wir vergessen das PvP. Das ist einfach, es gehört zu einem guten Ton halt in der ESO-Community mit. Okay, ich mache mir Weine, wenn ich noch weiterrede, glaube ich. Wirklich. Ich glaube schon. Pech. genau, es gibt Stand jetzt im Grunde dreieinhalb verschiedene PvP-Sachen, die man machen kann. Ich sag mal so den halben Aspekt, wobei das auch einige quasi nur spielen, wären die Duelle, also 1-gegen-1-Kämpfe, die ihr in der offenen Welt mit anderen Spielern einfach direkt starten könnt. Und da geht es darum, wer als erstes den anderen umklatscht, hat gewonnen. Da gibt es in ESO allgemein auch 1-2 Treffpunkte, falls ihr nach Leuten suchen wollt, um Duelle zu machen, wo mehr Leute stehen und darauf warten, quasi anduelliert zu werden. Kannst du mal so einen sagen, ob das nicht so das Gleiche ist? Ja, in der Allegre-Wüste ist, denke ich mal, das Größte. Ja. In der Stadt unten in der Mitte bei Bergama, davon wirklich den Wegschrein. Ja, es ist nach wie vor quasi der Spot, wo, wenn man nach Duellen sucht, hingehen kann. Zumindest auf PC EU, aber genau. Ich würde jetzt mal meinen, dass das plattformübergreifend ist, weiß ich aber nicht. Ja, genau, da wollte ich gerade einhaken. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, auf PlayStation EU ist der Wegschrein von Auridon anscheinend sehr beliebt. Wobei ich mir nicht, kann mir das gar nicht so gut vorstellen, weil da gar nicht so viel Platz ist, aber das habe ich immer wieder gehört, dass da auch viel duelliert wird anscheinend. Aber gut, ich bin kein PlayStation-Spieler, müsst ihr bestätigen, ob so ist oder nicht. Könnt ihr uns ja schreiben auf unserer E-Mail, ja. Wenn ihr übrigens Ideen habt. Ja, ne, also einfach Influencer-Game durchgespielt. Wenn ihr uns Ideenvorschläge für zukünftige Podcast-Folgen zuschicken kommen lassen wollt, wunderbares Deutsch, dann könnt ihr uns übrigens einfach eine E-Mail schreiben. Und zwar, ich glaube, es war ziemlich einfach, ne? Skoma-Klatsch, so wie man spricht, ne? Also so wie Kaffeeklatsch, nur mit skoma@gmail.com müsste es gewesen sein. Da könnt ihr uns gerne schreiben. Ja. So sieht's aus. Achso, genau. Dann weiter bei den ganzen PvP-Sachen. Also Duelle ist so ein kleiner Aspekt, würde ich jetzt sagen. Kann man überall, mehr oder weniger überall starten. Und dann gibt es einmal das große Schlachtfeld, sage ich mal, aka Cyrodiil. Da geht es dann darum, dass wir die drei Allianzen, die ich anfangs erwähnt hatte, mit ins PvP nehmen. Und da geht es dann darum, 24-7 quasi Burgen von anderen Allianzen zu erobern oder eigene Burgen zu verteidigen und die Karte quasi in der eigenen Farbe der Allianz zu färben. Da könnt ihr natürlich allerlei Sachen machen mit
wirklich Bogen einnehmen oder kämpfen auf dem offenen Schlachtfeld. Da gibt es dann Ballisten, Katapulte und verschiedene Sachen, die man benutzen kann. Da sind auch mittlerweile noch einige neue Sachen dazugekommen. Mit der Unterscheidung auch zusätzlich, dass ihr euch aussuchen könnt, gegen was für Gegner ihr im Allgemeinen spielt. Und zwar meine ich damit, es gibt verschiedene Kampagnen. Und da könnt ihr auch zum Beispiel eine Kampagne auswählen für Leute, die nur unter Stufe 50 sind. Das heißt, wenn ihr gerade nur angefangen habt und Stufe 10 erreicht habt und dadurch dieses PvP freischaltet, würde ich euch beispielsweise empfehlen, dann auf diese Kampagne zu gehen, wo nur Leute drin sind, die auch unter Stufe 50 sind. Ansonsten gibt es natürlich auch Kampagnen für fortgeschrittene Spieler und so weiter und so fort. Ja, dann gibt es die Schlachtfelder. Das sind die Battlegrounds, im Grunde ein 4 gegen 4 gegen 4. Quasi so 10 bis 15 Minuten Runden, wie man das aus anderen Spielen vielleicht kennt. Und da geht es dann in verschiedenen Spielmodi darum, zu gewinnen und Punkte zu holen. Es gibt natürlich auch sowas wie Todeskampf, wo es einfach nur darum geht, zu töten. Aber es gibt auch sowas wie Capture the Flag und so weiter und so fort. Wenn ihr da also Bock drauf habt, könnt ihr euch auf verschiedenste Sachen freuen. Und zu guter Letzt gibt es noch so eine Mischung aus PvP und PvE, und zwar die Kaiserstadt. Die liegt im Zentrum von Cyrodiil, also diesem großen PvP-Gebiet. Und in der Kaiserstadt geht es darum, PvE-Gegner zu töten, um eine bestimmte Währung zu sammeln und Flaggen einzunehmen, wieder für eure Allianz jeweils, und die Leute von der anderen Allianz zu töten und dann deren Währung wegzunehmen im Grunde. Ja, das sind so die 3,5 zentralen PvP-Gebiete oder Sachen, die man so machen kann. Wobei das mit der Kaiserstadt natürlich schon ein 1A-Übergang ist, denn ursprünglich war die Kaiserstadt eines der ersten großen Inhaltsupdates für The Elder Scrolls Online. Müsste noch 2014 gewesen sein, oder? Oder war das schon 2015? Ich weiß nicht, ich glaube, es müsste 2014 gewesen sein. Also ist schon eine ganze Weile her. Das Besondere an dem Kaiserstadt-DLC bzw. der Erweiterung ist, dass ihr, also ich glaube, es ist 2015 gewesen, ich habe es hier gerade nochmal offen. Das Besondere am Kaiserstadt-DLC ist, deswegen haben wir das jetzt hier auch so mit, hat Ben das elegant mit ins Grundspiel reingenommen, man kann das inzwischen kostenlos freischalten. Wenn ihr euren Kronenshop öffnet und da auf Erweiterungen bzw. DLCs gebt, dann werdet ihr ganz unten die Imperial City finden und die könnt ihr euch gratis aktivieren. Und habt dann permanenten Zugriff darauf, ohne dafür irgendein Geld auszugeben. Genau. Was gab es da sonst noch für Besonderheiten? Vielleicht kann man noch diese spezielle Währung erwähnen, die Ben gerade schon kurz erwähnt hat, die sogenannten Telvar-Steine. Eine Währung, die man halt nur in der Kaiserstadt erspielen kann, durch das Töten der NPCs. Und das bringt natürlich auch nochmal so einen gewissen Kick mit rein, weil wenn man andere Spieler tötet, dann nimmt man quasi dem Getöteten einen Großteil seiner Telvar-Steine ab. Das heißt also, man hat da auch immer so ein bisschen Risiko, wenn man da in der Kaiserstadt rumläuft. Ja. Genau. Was kam denn nach der Kaiserstadt? Das ist ja eine Erweiterung, wo Maike auch zum Beispiel noch gespielt hat. Ja, Orsinium kam genau als nächstes. Ich weiß gar nicht, ob ich da damit eingestiegen bin. Weißt du, wann das rauskam? Auch Ende, Mitte 2015. Ja, siehst du, da habe ich noch nicht mal gespielt. Ich habe erst 2016 angefangen. Dann hast du wahrscheinlich mit Morrowind oder Somerset angefangen. Irgendwie so dazwischen vielleicht. Morrowind auf jeden Fall noch. Das weiß ich. Ja, Orsinium. Ein weiteres großes Gebiet mit jede Menge Questinhalten und so weiter und so fort. Orsinium ist quasi der geistige Vorgänger der heutigen großen Erweiterung. Da muss man vielleicht, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um jetzt noch ein bisschen auszuholen. Eine der Sachen, die natürlich immer wieder eine Rolle spielen, wenn man fragt, lohnt sich denn ESO eigentlich heute noch, uns sie damit anzufangen oder wiederzukehren nach Tamriel? Eine Sache ist natürlich immer Content-Updates. Ne? Wie viele Updates gibt es noch? Gibt es Updates überhaupt? Werden die Server irgendwann abgeschaltet? Das sind natürlich so gängige Themen, Fragen, die man sich stellt als MMO-Spieler, wenn man sich die Frage stellt, ob man mal den Fuß, den Zehen, ein anderes MMO reinhalten möchte. Und bei Elder Scrolls Online gibt es quasi zwei unterschiedliche Varianten von Erweiterungen. Es gibt einmal die sogenannten DLCs. Davon erscheinen
je nachdem, 1 bis 3 pro Jahr. Ist ein bisschen unterschiedlich. Cinemax hat da im letzten Jahr die Struktur ein bisschen geändert. Das sind quasi kleinere Inhaltserweiterungen. Und dann gibt es die großen Inhaltserweiterungen. Die kosten auch extra Geld. Dann sozusagen ist wie ein DLC für einen Singleplayer-Teil oder so. Sowas wie bei sowas wie Dawnguard oder Dragonborn oder Hearthfire, wie man das vielleicht von Elder Scrolls Skyrim kennt, ja, oder Shivering Isles aus Oblivion. Sowas ist das auch. Das sind also richtig große Inhaltserweiterungen mit neuen Systemen und aber auch ganz viel Questinhalten. Und Orsinium ist quasi so ein bisschen der geistige Vorgänger eines der ersten Kapitel, in Anführungsstrichen, auch wenn es damals noch nicht so genannt wurde. Aber vom Inhalt her kam da halt ganz viel auf einmal. Zum einen eine neue Geschichte rund um die Orks, damit man da auch mal ein bisschen was erleben kann, weil man das vielleicht in älteren Elder Scrolls Spielen noch nicht so viel gesehen hat. Und ich glaube, somit das Relevanteste, was auch bis heute immer noch relevant ist, ist auf jeden Fall die sogenannte Maelstrom Arena, die erste Solo-Arena in Elder Scrolls Online. Vielleicht kann Ben uns ja mal ein bisschen erklären, was die Besonderheit an so einer Solo-Arena eigentlich ist. Ich dachte eigentlich, Maike erzählt uns von ihrem ersten Mal in Maelstrom Arena. Da hätte ich mich jetzt drauf gefreut. Kann Maike auch machen. Doch. Nee, ich hasse diese Maelstrom Arena einfach. Ich hasse sie. Warum also hast du sie denn? Weil man alleine ist, man wird allein gelassen mit der Gegner und muss mehrere Ebenen durchlaufen, bis man es geschafft hat. Also man wird immer in verschiedene, Stages, Runden? Stages, ja, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Also man fängt mit Stage 1 an, dann muss man alle Gegner besiegen mit einem Endboss. Wenn man das geschafft hat, kommt man zur nächsten Stage und so weiter. Und das geht, glaube ich, bis Stage 10, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist nur Stage 9. Ich meine, es ist nur Stage 9. Ich glaube, 8 ist... 8 ist, glaube ich... Nee, ist, doch, 7 ist Gift, 8 ist, glaube ich, das mit dem Lava-Gedöns und 9 dann der Endbossraum. Genau, und wie Ben gerade schon gesagt hat, gibt es halt verschiedene Themen immer pro Stage sozusagen. Und verschiedene Herausforderungen. Und bei mir war es halt so, ich bin halt einfach jetzt nicht so die krasse Spielerin gewesen. Ich habe mich da durchgequält. Und bis ich dann geschafft habe, hat es ein bisschen gedauert. Also da geht es euch ja anders. Ihr seid da ja durchgerusht. Naja. Nee, bei den ersten Malen auch nicht. Genau. Ich glaube, da hat jeder so seine individuelle Erfahrung gemacht. Also auch da kann ich nur sagen, Maelstrom Arena ist natürlich sehr gut, um solche Sachen wie Bewegungsmanagement zu lernen. Also Movement, aus Flächen rausgehen, Gegner unterbrechen, damit die ihre aufgeladenen Angriffe nicht durchkriegen und sowas. Also die Maelstrom Arena ist prinzipiell gut dazu geeignet, um das Kampfsystem von Elder Scrolls Online auf eine harte Art und Weise kennenzulernen. Ja, so ungefähr würde ich sagen. Und was natürlich... Also, ist angefühlt. Genau, das trifft es ganz gut. Maelstrom Arena, mein erster Run, ihr werdet es kaum glauben, oder vielleicht auch nicht, vielleicht wird es ganz vielen so gegangen sein. Also mein erster Maelstrom Arena Run war zweigeteilt. Ich habe mich dazwischendurch auch ausgelockt. Der war insgesamt 8 Stunden, über 2 Tage lang. Und ich habe 600 Seelensteine in meinem ersten Run verloren. Oh, jetzt fühle ich mich nicht mehr so schlecht. Ja. Also, ja, da war ich aber auch noch ein Noob, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich auch noch nicht viel Gruppeninhalte gespielt gehabt. Und das war aber natürlich Veteran. Und das, beim zweiten war es aber schon kein Unterschied mehr, ne? Also... Ein Unterschied wie Tag und Nacht, so will ich es eher formulieren. Ja, wer Deutsch sprechen kann, ist klar ein Vorteil. Beim zweiten Run waren es, glaube ich, 4 Stunden, 13 Tode oder sowas. Also man musste erstmal reinkommen, wenn man sich keine Guides davor angeschaut oder so, um das alles erstmal kennenzulernen, war das natürlich ein ganz schöner Schwierigkeitsgrad-Sprung im Vergleich zur Open World. Ja, ja. Und das ist allgemein ein großes Thema an ESO. man hat ja die Waffen bekommen, deswegen hat man es ja gemacht. Das war ja früher noch schwieriger, weil man nicht die Eigenschaft nicht ändern konnte und so weiter. Das kann man ja heute, Gott sei Dank, alles mit der Transmutationsstelle ändern. Aber man musste ja die richtige Waffe kriegen, die ja auch noch die richtige Eigenschaft hat, ne? Das war anstrengend. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Stichpunkt jetzt hier an der Stelle nochmal.
Das ist auch eines der Sachen, wo sich Elder Scrolls Online im Vergleich zu anderen Spielen unterscheidet. Bei Elder Scrolls Online ist der Charakterfortschritt sozusagen nicht rein vertikal oder exponentiell ansteigend. Also euer Charakter, euer Held, der wird nicht exponentiell stärker, desto fortgeschrittener ihr seid, sondern ihr habt eher so eine Art horizontale Charakterprogression. Ne? Das heißt also, es gibt zwar quasi eine beste Charakterzusammenstellung, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die drumherum interessant sein können. Also auch alte Sets aus alten Erweiterungen können immer noch interessant und gut spielbar sein. Das ist ja in vielen anderen MMOs nicht ganz so der Fall. Und da ist es halt eben bis heute so, dass die Mahlstimmarena durchaus ganz interessant ist, weil bestimmte Sachen sind auch heute immer noch sehr stark aus der Mahlstimmarena. Ne? Stichwort Mahlstrom, Flammenstab, ne? Das sind dann so Sets, die man eigentlich haben sollte, beziehungsweise die man in vielen Konstellationen gerne haben möchte. Und dementsprechend ist die Mahlstimmarena auch bis heute noch ein sehr interessanter Spielinhalt. Ich finde dieses Thema, dass die Character Progression eher horizontal ist, ist auch ein sehr wichtiges Thema für Neuansteiger. Also ihr müsst nicht, um jetzt an Content XY ranzukommen, vorher den vorher veröffentlichten Content unbedingt machen. Ihr könnt im Grunde das Spiel starten und sagen, ey, mich interessiert die Story jetzt von dem neuesten DLC am meisten. Spricht nichts dagegen, dass ihr dann direkt dorthin geht. Ja, das geht heutzutage. Es hört sich erst so an, dann hat man ja eigentlich nichts, worauf man hinarbeiten kann. Aber die Erfolge und das Gameplay an sich sind dann quasi das, was man mitnimmt. Aber wenn man jetzt mal irgendwie einen Patch auslässt, ist das gar kein Problem, dann wieder reinzukommen. Man muss nicht alles nachholen, was dann zwischendurch irgendwie released wurde. Außer man hat halt Lust drauf. Ja, und ich finde, es gibt auch genug Inhalte, auf die man hinspielen kann, also hinarbeiten kann in ESO. Ich muss tatsächlich zugeben, das war vielleicht auch eine Sache, die mich in den letzten 2-3 Jahren ab und zu mal auch ein bisschen demotiviert hat an der Stelle. Und da möchte ich vielleicht gleich euch einen Tipp mit an die Hand geben. Einigen Spielern, inklusive mir, fehlt vielleicht auch so ein bisschen der rote Faden in ESO. Weil man kann so viel machen, dass einen das durchaus überwältigt und man sich vielleicht selber zu viele Ziele stellt. Und dann immer, man hat zwar Ziele, man weiß, okay, das kann ich machen. Aber man hat so viel Auswahl, dass man am Ende gar nichts macht, gefühlt. Ne? Das war zum Beispiel bei mir immer mal wieder stellenweise so. Deswegen sucht euch vielleicht eine aktuelle Baustelle raus, auf die ihr Bock habt. Ja, was weiß ich, wir gehen vielleicht auch später auch noch auf andere Themen rein. Angeln, Housing, euer Charakterbild verbessern, mal einen neuen Charakter anfangen. Ja, dementsprechend sucht euch da ein Ziel raus und vielleicht einen Weg, was ihr als nächstes machen wollt oder beispielsweise die Mahlstimmarena schaffen. Das kann immer ganz hilfreich sein und nehmt euch nicht zu viele Ziele, weil ihr werdet jetzt im Laufe dieses Podcasts noch merken, ESO ist so groß, dass ihr euch quasi unendlich viele Ziele selbst setzen könnt. Dementsprechend übertreibt es nicht und spielt den Ball flach, um motiviert zu bleiben. Das ist vielleicht ein Tipp, den ich euch als langwieriger ESO-Spieler mit auf den Weg geben kann. Aber ich glaube, das kann man tatsächlich auf viele MMOs so beziehen. Ja, das war auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, ich überlege gerade, ob mit Orsinium noch was kam, über was wir sprechen wollen. Ich glaube, so im Detail können wir eigentlich zur nächsten Inhaltserweiterung, würde ich sagen. Weil ich letztens mit Orsinium angefangen habe zu questen, mir wurde vor allem öfter gesagt, dass Orsinium eine sehr, sehr coole Story hat. Also ja, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber... Ich leider auch nicht. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Da habe ich einen Tipp für dich, Ben. Wenn du die Hauptquest von Orsinium abgeschlossen hast, die schließt du wieder in dieser Hauptfestung ab quasi, oben beim Teleportschrein. Ja, ja. Bleib dann mal noch in der Festung drinne, weil... Da passiert etwas, was du verpassen kannst. Das ist allgemein bei Quests sehr oft so, ne? Dass nach dem Abschließen der Quest oder zwischen den einzelnen Unterhaltungen quasi die NPCs noch miteinander reden und so weiter und man da echt coole Infos bekommen kann. Okay, cool. Also, da wirst du vielleicht einen Aha-Moment haben, wenn es soweit ist. Möchte ich da nicht spoilern, ist ein allgemeiner guter Tipp. Hm? Hab ich's dann. Okay. Ja, genau. Die nächste Erweiterung, die dann folgte, war das sogenannte Diebesgilden-Update. Ne?
das Diebesgilden-Update Riesenteil. Da kam nicht nur das eigentliche Diebesgilden-System, sondern auch ein Grundspielsystem, was wir noch nicht großartig thematisiert haben. Und zwar das sogenannte Lug- und Trug-System. Wollen wir da vielleicht ein bisschen drüber sprechen? Das ist quasi so, ja, so ein Justice-System, also so ein Gerechtigkeitssystem, wo ihr NPCs beklauen könnt, Schränke ausrauben könnt und die dann bei Hehlern für Ruhm und Ehre verkaufen könnt, um dann, ja, Ehre vielleicht nicht in diesem Geschäft, eher Gold. ja. Für Ruhm und Unehre. Genau, für Ruhm und Unehre. Das trifft's ganz gut, ja. Das trifft's ganz gut. Ja, was ist dieses Lug- und Trug-System? Und was ist da vielleicht der Anreiz, da mal ein bisschen mit Sachen auszuprobieren? Also man kann auf jeden Fall eine ganze Menge Gold mit verdienen. Da können richtig seltene Items in der Open World droppen. Also wenn ihr irgendwelche Schränke oder Rucksäcke in der Open World lootet, dann ist das häufig Diebstahl, vor allem wenn andere NPCs in der Nähe sind. Und da können richtig seltene Sachen mit dabei sein. Also zum Beispiel komplettierte Stilbücher, ne? Ben sprach ja vorhin zum Beispiel auch das Monturstilsystem ganz kurz mal an, was Teil des Grundspiels ist, wo ihr euren Charakter optisch individualisieren könnt. Und da gibt es halt ganz viele Stile im Spiel, für die man einzelne Stilseiten braucht. Und bei beim Diebstahl können durchaus mal richtig wertvolle Stile droppen. Es lohnt sich also zum Beispiel bei jeder großen Erweiterung, also eigentlich immer, wenn ein großes Update rauskommt, ganz frisch, lohnt es sich, ins neue Gebiet reinzugehen und im neuen Gebiet mal die ganzen Schränke auseinanderzunehmen, mal die ganzen NPCs zu beklauen, weil die Items vor allem nach Release, nach dem Erscheinen einer neuen Erweiterung häufig auch noch horrenden Wert haben. Das heißt also, kann sein, dass ihr dann durch das Lug- und Trug-System eine Stilseite bekommt oder eine Blaupause, die mehrere hunderttausend Gold wert ist, insofern ihr die an andere Spieler verkauft. Es lohnt sich also, wenn man so sein Gold machen möchte, bei dem Erscheinen einer neuen Erweiterung mal ein bisschen klauen, durch die Gegend zu rennen. Das ist echt ein guter Tipp. Daran habe ich noch nie gedacht, das zu machen. Ja, also ich habe mich da schon mal dumm und dämlich mit verdient. Ich habe zum Beispiel bei Elsewhere habe ich am Anfang, also es gibt immer so spezielle Spots, muss man mal ein bisschen gucken. Auf Reddit und im ESO-Forum teilen häufig andere Spieler, die das viel machen, dann so ihre Spots und sagen, hey, da gibt's ein Haus, da sind fast keine NPCs, da kriegst du kein Kopfgeld, mega geil. Einfach immer aus dem Haus rein und rauslaufen, dann sind die Behältnisse wieder gefüllt. Gibt's immer unterschiedlich so ein paar Tricks quasi mit jedem Update. Und bei Elsewhere damals habe ich zum Beispiel so eine Blaupause von so einem Turm bekommen, was so ein riesiger XXL-Turm. Na, genau der. Und der war halt zu Release, weiß ich, 1,2 Millionen Gold wert oder so ein Spaß. Na, konntest du halt richtig Kohle machen. Und mir war das halt damals nicht so wichtig, dass ich das neueste Housing-Item habe. Na, ich habe mir diese Blaupause war dann später, 5 Jahre später, nur noch 80.000 Gold wert, nur noch. Ja. Und dann habe ich mir die dann irgendwann wieder geholt. Aber sowas lohnt sich auf jeden Fall. Bei neuen Erweiterungen immer mal wieder ein bisschen auf Klausuche gehen. Blaupausen sind da besonders begehrt, Stilseiten. Da kann man auf jeden Fall eine Menge Spaß mit haben. Deswegen denke ich auch, dass dieses Lug- und Trug-System insgesamt relativ unterschätzt ist. Ne, macht man einfach zu selten. Ne? Oh, ja, wirklich, ohne Witz. Ich bin gerade so ein bisschen, ich habe so ein kleines Aha-Erlebnis gerade, dass ich denke, ich muss das mal machen, weil ich habe das noch nie gemacht. Und ich bin ja so jemand, ich sammle ja alle Stilseiten eigentlich und alles, was man sammeln kann, sammle ich. Und ich bin gerade ein bisschen vom Kopf gestoßen, dass ich das noch nie gemacht habe. Aber ich kann dich beruhigen, ich bin selbst auch erst auf die Idee gekommen durch andere YouTube-Videos. Habe ich auch mir davor nie Gedanken drüber gemacht, bis ich so ein paar aktuellere Goldfarm-Videos gesehen habe und da, keine Ahnung, das sind halt, diese YouTuber machen quasi jedes Jahr das gleiche Video, wie werde ich reich in Elder Scrolls Online und sagen, dann wird da halt eben eine neue Location vorgestellt aus dem neuen Update, wo man halt besonders wenig NPCs trifft. Warum ist das wichtig eigentlich? Vielleicht ganz kurz, mit diesem Lug- und Trug-System gibt es natürlich auch ein Kopfgeldsystem und wenn ihr erwischt werdet beim Stehlen, dann bekommt ihr logischerweise Kopfgeld. Wenn ihr also Profit machen wollt, wäre es sinnvoll, so wenig Kopfgeld wie möglich einzustreichen. Ja, ja. Dazu eine lustige Geschichte, ganz kurz, als Zwischeneinwurf. Das war, ich glaube, ich keine Ahnung, ich habe eine Woche ESO gespielt und ich wusste nicht, dass man die NPCs angreifen kann.
hab die auch so angegriffen, hatte dann Kopfgeld. Und weil die haben mich dann ja auch zurück angegriffen und ich wusste nicht, was ich machen soll, dann habe ich mich einfach schnell ausgelockt und hatte Angst, mich wieder einzuloggen. weil die mich schon angegriffen haben. Wie so ein Dulli. Oh. Ja. Cute. Naja. Allgemein diese Blaupausen- und Stilseiten-Thematik ist ja was ganz Großes in ESO. Nicht nur auf das Clown bezogen, sondern immer, wenn neue Dungeons rauskommen oder auch wenn da. In ja. Gebieten allgemein die Dailies dann neue Blaupausen droppen, da kann man immer so viel Geld mitmachen. Also ich mache lieber meistens die Dailies und die Dungeons als das mit dem Clown, aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Es ist immer Blaupausen und Stilseiten sammeln und damit Geld verdienen. Da können wir ja noch mal genauer drauf eingehen, wenn wir zum ersten Dungeon-DLC kommen, was auch gleich kommt, inwiefern sich das lohnt, weil das ja wieder ein ganz anderer Spielinhalt ist sozusagen. Ne? Also natürlich, manche Spieler machen alles, aber es gibt ja auch unterschiedliche Spielertypen. Das, was wir jetzt angesprochen haben, dieses Diebesgilden-System bzw. Lug-und-Trug-System, kann man ja sehr gut solo machen. Also ich würde behaupten, es ist eher für Solospieler konzipiert. Das mit den Dungeons ist natürlich wieder eine Sache, die eher den MMO-Aspekt von Elder Scrolls Online untermauert. Vielleicht kommen wir dazu gleich beim sogenannten Shadow of the Hist-Update. Das kam ein bisschen später. Ja, wir können ja noch ganz kurz über die eigentliche Diebesgilde sprechen. Da kam nämlich eine neue Geschichte, also eine neue Storyline zum Thema Diebesgilde. Macht Sinn. Mit ein paar speziellen Missionen. Aber das ist jetzt vielleicht vor allem für Ben interessant. Das vergisst man immer häufig, glaube ich zumindest so ein bisschen. Ebenfalls mit der Diebesgilde erschien die erste neue 12er-Prüfung, also der erste neue 12er-Dungeon-Raid, Schlund von Lokage. Auch nach wie vor, glaube ich, einer der Favoriten-Raids für viele Leute. Weil man dort einerseits komplexe Mechaniken hat, die auch nach wie vor erstmal irgendwie verstanden werden müssen von allen Spielern. Und ja gut, die Ausrüstung, die man daraus bekommt, ist heutzutage noch zum Teil zu gebrauchen, aber viele erhoffen sich da auch, das Ganze auf Veteran abzuschließen, um dann den Skin freizuschalten. Das ist im Grunde, könnt ihr auf eure Charaktere nochmal eine eigene Haut packen, sage ich jetzt mal, eine Bemalung oder was gibt es? Bemalung und, wie heißt das andere? Ein Skin, eine Körper, eine Nachweise. Auf Deutsch. Was ist das im Deutschen denn? Verwandlung heißt es? Verwandlung nicht, sondern... Nee, Verwandlung wäre Polymorph. Erscheinung. Erscheinung, genau, sag ich doch. Erscheinung. Und die könnt ihr quasi auf euren Charakter legen und dann habt ihr eben eine Bemalung halt, wie soll ich sagen. Und die Dromatra-Bemalung, die man da bekommt, oder die Erscheinung, die man da bekommt, sieht halt sehr, sehr cool aus und viele spielen die aktiv, sage ich mal. Genau, das war auch so damals ein bisschen der große Anreiz. Ne? Die Sets waren damals auch ganz interessant, damals. Heute nicht mehr ganz so, hat ja Ben unterstrichen. Wobei solche Sachen wie Alkosh kann man, glaube ich, auch heute teilweise noch auf unterstützenden Charakteren spielen, sage ich mal. Aber was immer so ein Thema in der Raid oder in der Elder Scrolls Online-Community auch im Allgemeinen ist, sind spielbare Belohnungen. Und da gibt es halt eben, wenn man ein bisschen erhöhten Schwierigkeitsgrad angeht, gab es halt diese Körperbemalung, diese Erscheinung, nicht Körperbemalung, Erscheinung, als Belohnung, mit der man dann zeigen konnte, hey, ich habe was geschafft, wofür ich ganz schön viel aufbringen musste an Zeit und Energie. Und dementsprechend ist das ja auch immer wieder was Besonderes, sage ich mal, wenn man das bei Spielern sieht, ja. Ihr habt die vielleicht auch schon mal gesehen, ja, ihr könnt ja mal überlegen, drüber nachdenken, ob ihr schon mal einen Spieler gesehen habt mit der Erscheinung. Das ist nämlich so, eure Haut wird dann ganz tief schwarz und ihr bekommt so blaue Maserungen, blaue Adern, die euren ganzen Körper quasi überdecken. Sieht ziemlich cool aus. Also sieht jetzt nicht aus wie Äderchen, aber so in der Richtung eher wie eine Kriegsbemalung sozusagen mit so blau leuchtenden Sachen. Sieht echt ganz cool aus. Also hat man bestimmt schon mal gesehen, wenn man ein bisschen in großen Städten unterwegs ist. Genau, das war die Diebesgilde. Ja, dann gehen wir vielleicht zu einem der nächsten Sachen weiter, die direkt danach folgte, thematisch auch sehr passend. Und zwar die dunkle Bruderschaft. Was war, also ich überlege gerade, was so das
Das markanteste Feature, was mit der Dunklen Bruderschaft, glaube ich, dazu kam, an was ich mich immer noch sehr häufig erinnere, ist die sogenannte Leidensklinge. Ich denke inzwischen gar nicht mehr darüber nach, dass die ursprünglich mal nicht Teil vom Spiel war. Die Leidensklinge ist quasi, wenn man die Dunkle Bruderschaft kurz mal angefangen hat, man muss dafür nur die Einführungsquest spielen, das ist quasi ein Skill, da könnt ihr euch hinter einen NPC dahinter schleichen und könnt ihn mit einer Taste quasi aus dem Verdeckten, aus dem Sneak heraus, aus dem Schleichen heraus erledigen, ohne Kopfgeld dafür zu bekommen, insofern ihr nicht gesehen werdet von einem anderen. Also so eine Art Instant-Kill, so eine Sofort-Tötung, Eliminierung. Mit so einer coolen Animation. Genau, mit einer ziemlich coolen Animation. Ja. Die passt natürlich sehr gut halt eben unter anderem für diese Lug- und Trug-Runden, wenn man dann mal einen NPC abmurksen möchte. Ja. Dann gab es natürlich da auch eine neue Questlinie, ne? Passend zur Dunklen Bruderschaft. Ich überlege gerade, gab es da noch irgendwas Spannendes bei der Dunklen Bruderschaft? Region. Genau, ja, genau. Mit jeder Erweiterung, über die wir sprechen, könnt ihr damit rechnen, dass da immer, außer wir sagen, es war ein sogenanntes Dungeon-DLC, könnt ihr aber allgemein damit rechnen, dass bei all diesen Sachen immer ein neues Gebiet mit dazu kam. In dem Falle war es die Goldküste. Genau. Ja. Und damit kommen wir. Ja, genau. Ich glaube tatsächlich auch. Also, das war so das größte Ding. Und damit kommen wir jetzt vielleicht auch so zu einem Punkt, der mal einen anderen Bereich abdeckt in The Elder Scrolls Online. Das waren jetzt so also Gebietssachen mit sinnvollen Spielerweiterungen, die teilweise auch schon heutzutage Teil des Grundspiels sind. Und jetzt kommen wir zur ersten Dungeon-Erweiterung mit zwei neuen Vierer-Dungeons, damals Shadow of the Hist. Da gab es sehr mächtige neue Sets drin, aber vor allem interessant halt eben auch die Stilseiten. Und da kann man ja vielleicht mal Ben ein bisschen erklären, wann kriegt man denn wie wahrscheinlich welche Stilseiten in Gruppendungeons und inwiefern kann das interessant für einen selbst sein oder auch für andere Spieler? Im Grunde habt ihr im Allgemeinen natürlich eine höhere Chance, umso schwieriger das Ganze wird für euch. Aber ihr könnt die Sachen auch schon im normalen Schwierigkeitsgrad freischalten. Man muss unterscheiden, es gibt normale Stilseiten. Im Grunde, wenn ihr irgendwo einen Gegner seht, der läuft mit irgendeinem bestimmten Stil rum. Ja, gibt es dann Stil der Kaiserlichen, also die Stile der einzelnen Völker oder der einzelnen Gegner. Und die kann man eben auch freischalten. Bei den Wahrscheinlichkeiten bin ich gerade gar nicht so doll drin. Ich glaube, auf Wett kriegt man zu 10, 50, 100 sind es, glaube ich. 10, 50, 100, okay. Mhm. Genau, also ich weiß, im Hardmode kriegt man auf jeden Fall eine, manchmal sogar zwei. Das ist ganz angenehm. Wie Alex jetzt gerade meinte, im Veteran dann scheinbar mit einer 50% Wahrscheinlichkeit und auf Normal eine 10% Wahrscheinlichkeit. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass ihr die Sachen auch in der leichtesten Schwierigkeitsstufe bekommen könnt. Wahrscheinlich lukrativer ist es natürlich, wenn man die aktiv farmen möchte, die auf einer höheren Stufe zu spielen. Allerdings, diese Sachen sind auch wiederum nicht an euch gebunden und können wieder bei diesen Gildenläden, die ich ganz vorhin einmal erwähnte, verkauft werden. Oder ihr kauft sie halt eben von anderen Spielern. Und dann gibt es noch Monster-Sets. Das sind im Grunde Ausrüstungsteile, die man auf zwei bestimmten Ausrüstungsslots nur spielen kann. Und von denen gibt es auch immer mal wieder die einzelnen Monturseiten. Also die sehen dann nochmal ganz speziell aus, dieser Kopf und die Schulter. Und die kann man in bestimmten Events dann auch in den jeweiligen Dungeons freispielen. Ich glaube, welche zwei Dungeons war es denn überhaupt? Ruin von Mazatun und was ist noch in Shadow of the Hist dazu gekommen? Schattenfen? Nee, wie heißt sie denn? Also in Schattenfen hier. Achso. Na, wie heißt sie denn? Wo man Velidret bekommt. Wiege der Schatten? Wiege der Schatten, ja. Nee, genau. Das ist echt Wiege der Schatten gewesen. Okay. Ja, war Wiege der Schatten. Und da kann man dann eben diese goldenen Stilseiten ziehen, die quasi den Kopf dieses Monster-Set darbieten. Und die sind aber nur in bestimmten Zeiträumen quasi erhältlich und dementsprechend auch sehr viel mehr wert in den meisten Fällen. Ja. Ihr könnt diese Dungeons natürlich
auch in Anführungsstrichen solo erleben, beziehungsweise ohne großartige zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, über solche Sachen wie das Gruppensuche-Tool. Ne? Das war die nette Form von, wenn man keine Freunde hat. Also über die Gruppensuche kann man sich diese Dungeons auch raussuchen. Dann kriegt man passende 3 Spieler zugeordnet. Am meisten lohnt sich das, wenn die sogenannten Unerschrockenen, eine weitere Ingame-Gilde, diesen Dungeon gerade favoritisieren. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Ein weiteres Grundspielsystem, also kostenlos für alle, egal welche Version ihr habt, ist eine weitere Gilde, eine weitere Fraktion. Ihr könnt übrigens allen NPC-Gilden gleichzeitig beitreten. Das sollte man auch tun. Und zwar die sogenannten Unerschrockenen. Die sind quasi zuständig für Errungenschaften und generell alles, was mit Gruppendungeons und Raids zu tun hat, sozusagen. Das ist quasi so die Abenteurer-Gilde, wenn man so möchte, für Mehrspielerinhalte. Und die hat zum einen ziemlich wertvolle passive Fertigkeiten, die man gerne haben möchte. Darüber hinaus wollte ich eigentlich gerade drauf hinaus. Ich habe gerade an mir selbst vorbeigesprochen. Sehr gut. Ja, also der Goldfisch. Du hast auf jeden Fall was Spannendes noch angesprochen. Es gibt ja diese Ingame-Gilden, also die NPC-Gilden, sowas wie Magier-Gilde, Krieger-Gilde, Dunkle Bruderschaft, Liebesgilde und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit von Spieler-Gilden. Das wäre eigentlich an sich ja auch ein Grundspiel-Ding. Und da sei dazu gesagt, ihr könnt bis in zu 5 Spieler-Gilden gleichzeitig sein. Ja, es gibt dann verschiedene Gilden, die sich auf verschiedene Sachen spezialisieren. Zum Beispiel diese Handelsgilden, aber auch Gilden, die sich explizit auf Raids konzentrieren wollen und auf alles mögliche PvP-Gilden und so weiter und so fort. Ich habe übrigens wieder meinen Faden gefunden. Dankeschön, Ben. Na, sehr schön. Kein Denn, Thema. Ich wollte ja quasi gerade so ein bisschen darüber sprechen, dass man diese Dungeons auch angehen kann, wenn man noch nicht so viele Beziehungen geknüpft hat oder Freunde gefunden hat in The Elder Scrolls Online, die mit einem zusammenspielen. Dann kann man halt eben diese unerschrockenen Gilde dazu nutzen. Die gibt nämlich tägliche Quests, wo immer mal wieder unterschiedliche Gruppendungeons Thema sind. Und an den Tagen, wo dann der Gruppendungeon X quasi für alle Spieler der relevante ist, da lohnt es sich dann da mitzumachen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, und das war dann quasi der Faden, den du gerade sehr gut gesponnen hast, zum Thema Gilden-ETC. Man kann natürlich auch mit vorgefertigten Gruppen diese Dungeons spielen. Und das ist dann auch nach meiner Meinung die beste Erfahrung. Wenn ihr euch also bis zu 3 Mitspieler sucht, sozusagen Freunde oder zukünftige Freunde, die ihr gefunden habt in The Elder Scrolls Online, wie jetzt zum Beispiel für mich, Maike und Ben, die ich letzten Endes ja auch darüber kennengelernt habe. Und da kann es dann insofern sehr interessant sein, weil wir machen zum Beispiel aktuell, oder was wir jetzt vielleicht wiederbeleben, was Maike angesprochen hat, unser Dungeon Quest Projekt. Denn in diesen unerschrockenen täglichen Quests sozusagen rennt man häufig einfach durch die Dungeons durch, weil das die anderen Spieler auch so machen. Dann dazu gezwungen ist, sozusagen da nicht allzu viel Zeit drin zu verbringen. Man kann aber auch mit einer vorgefertigten Gruppe reingehen und dann die Geschichte in diesen Dungeons erleben, denn da gibt es durchaus immer eine interessante Geschichte, wenn auch eine insgesamt kurze, logischerweise im Vergleich zu den öffentlichen Gebieten. Und die lässt sich natürlich mit Freunden erleben, denn die rennen einen nicht Kilometer voraus. Ja? Und oft erzählen die auch weitestgehend Geschichten von dem aktuellen DLC. Also wenn außerhalb von dem Dungeon irgendwas passiert, dann sind die meistens ja auch daran geknüpft, die Quests, die da drin sind. Ja, genau. So sieht es aus. So, und ich würde sagen, bis hier haben wir ja schon wirklich viel abgedeckt. Jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden, kostenlosen Update als nächstes. Und zwar der sogenannten One Tamriel-Erweiterung. Die brachte ihre Schattenseiten, aber vor allem auch ihre positiven Seiten. Denn bis heute ist dieses Update das, was Elder Scrolls Online am meisten prägt. Denn eine der möglichen Antworten, ob es sich denn lohnt, Elder Scrolls Online heute noch anzufangen, ist, dass es in Elder Scrolls Online eine Anpassung eurer jeweiligen Charaktere gibt. Das heißt also, ihr könnt wie in den Singleplayer-Teilen in jedes Gebiet, egal welches Level ihr habt, egal ob ihr ein niedriges Level habt oder ein fortgeschrittenes Level, und dank diesem One Tamriel-Update, was damals rauskam, könnt ihr auch mit jedem anderen Spieler zusammenspielen. Auch wenn der schon 12.000 Stunden in Elder Scrolls Online verbracht hat, spielt das prinzipiell erstmal keine Rolle. Das heißt also, ihr könnt jederzeit euch mit Freunden zusammenschließen, die schon wesentlich mehr Spielzeit haben oder weniger Spielzeit als ihr, und könnt dann gemeinsam miteinander in der Welt unterwegs sein. Denn damals war es noch so, es gibt ja diese Allianzen in Elder Scrolls Online,
Damals waren die Gebiete der Allianzen aufgeteilt. Man hat also außer im PvP diese Spieler niemals angetroffen. Das wurde damals alles aufgehoben. Die Quest- und PvE-Inhalte heutzutage spielt man gemeinsam, egal welcher Fraktion man angehört. Man ist sozusagen eine ESO-Fam, wie es so schön heißt. Genau. Deswegen sei auch nochmal dazu gesagt, die Allianzen, die ihr auswählt, sind wirklich nur relevant für dieses Zyro-Deal, was ich angesprochen hatte, und für die Kaiserstadt, also die zwei PvP-Gebiete. Für alles andere könnt ihr mit euren Freunden spielen, egal wie lange die schon im Spiel drin sind. Ihr könnt natürlich gemeinsam starten, aber es ist auch völlig egal, wenn da jemand schon die maximale Stufe erreicht hat. Spricht nichts dagegen, dass man da Questen geht mit jemandem, der gerade angefangen hat. Da gab es dann noch weitere Inhalte in diesem One-Tamriel-Update, aber alles Sachen, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Ne? Also zum Beispiel, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber Karkstein erschien zum Beispiel erst mit diesem One-Tamriel-Update, also die drei Grundspielprüfungen, Raids, über die wir schon gesprochen haben. Die bestehenden Waffenfertigkeitslinien wurden damals erweitert um ultimative Fertigkeiten. Also man sieht, es werden auch immer wieder Grundspielinhalte angefasst und weiterentwickelt. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, warum Elder Scrolls Online niemals langweilig wird. Kann man jetzt als Vor- oder Nachteil sehen. Aber es ist halt eben ein MMO und ein MMO braucht natürlich logischerweise Balancing. Das heißt also, alle ein, zwei Jahre lohnt es sich, sich mit seinem Charakter auseinanderzusetzen, weil das, was man vielleicht früher gespielt hat, nicht mehr ganz so effizient ist, wie das, was man spielen könnte inzwischen. Man ist aber nicht dazu gezwungen, muss man ganz klar sagen. Ganz kurz nur, weil du dich auch gerade selber gewundert hast, das mit dem Karkstein war nur, dass sie Karkstein überarbeitet hatten. Oh. Ich glaube, das war dieses, weil das ja vorher getrennt war mit nördlichem und südlichem oder so. Das kann sein. Und sie haben es allgemein angepasst, dass der Schwierigkeitsgrad da quasi reworked wurde. Genau. Ja. Ja, ansonsten, das Homestead-Update kam dann direkt danach. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Housing-Einrichtungssystem, das ist auch Teil vom Grundspiel, war aber quasi, ist erst 2015, 2016 Teil von Elder Scrolls Online geworden. Genau. Ja, und da ich jetzt schon auf die fortgeschrittene Uhr schaue, das ist jetzt nur für die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen relevant, das ist heute eine ziemlich umfangreiche Podcast-Episode. Das heißt also, wir besprechen ja einmal alle Erweiterungen, was ist alles so Teil von Elder Scrolls Online, wo könnte man seine Zeit drin versenken, und ihr merkt ja, das ist eine ganze Menge. Ne? Wir merken ja auch immer wieder, oh, das haben wir noch vergessen beim Grundspiel, oh, das kann man ja auch noch machen. Und dementsprechend werden wir die heutige Folge für euch Podcast-Zuhörer zweiteilen. Ganz kurzes Hintergrundwissen, damit ihr bei iTunes, Deezer und Spotify bzw. YouTube Music diese Podcast-Folgen genießen könnt, ist das so, dass ich so eine Art Datenvolumen habe, was ich monatlich hochladen kann. Und dementsprechend werdet ihr die nächste Folge dann in ungefähr 15 bis 30 Tagen hören. Da geht es dann weiter mit dem Morrowind-Kapitel. Dementsprechend, schön, dass ihr hier bis hier dran geblieben seid. Dann kam das erste richtig große Kapitel. Da ist auch nochmal richtig viel passiert. Und crazy. Wollt ihr euch noch für die Podcast-Zuhörer verabschieden, bevor wir die neue Aufnahme beginnen? Na gut. Ich weiß nicht. Ja, Grüße gehen raus. Gute Nacht oder viel Spaß beim Aufstehen. Ja, mach ich alle lieb. Schauen Sie rein. Ja, genau. Ich überlege, das wäre doch mal auch spannend. Wann hört ihr denn eigentlich Podcasts, würde mich mal interessieren. Also ich habe die... Ja, stimmt. Ich höre Podcasts eigentlich immer auf dem Weg zur Arbeit. Morgens vor allem so. Ja, ich auch. Gerne morgens im Bad und dann auf dem Weg zur Arbeit oder weg davon. Oh, morgens im Bad, Ben, seine Stimme. Das ist eine tolle Vorstellung. Beim Schminken. Ich schminke mich nicht, hallo? Ich bin naturschön. Ja, vielleicht, aber hallo. Ja, ich höre mir immer Michaels Schminktutorials an und schminke mich selber dabei. Denn die sind doch nur für dich. Ach so, oh, sorry. Michael macht Schminktutorials, warum kriege ich keine? Ja. Hat sie doch gerade gesagt. Weil ich nicht Ben bin. Content. Gut, das war eine schöne Verabschiedung. Ja. Egal, wo ihr gerade seid, ob beim Schminken, Abschminken, Aufstehen, zur Arbeit, ich und wir drei wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.